Ja. Und das Spritzen? Captain. Was ist das? Virus. So haben es die Guerillakämpfer genannt. Schön, dass die Kavallerie endlich da ist. Wer sind Sie? Ich arbeite hier. Mein Name ist Ada Wong. Ich war Ihre Geisel. C-Virus. Das muss die Entstehung der Yavo verursacht haben. Ja, da haben Sie mal drüber geredet. Was haben Sie noch gehört? Halbes Jahr später. Erst, wenn Sie erstmal die Waffen unternehmen. Die großen Anschläge angefangen. Nicht, bis Sie uns einen Grund dazu geben. Ach. Neo Umbrella. Neo Umbrella? Die Organisation, die die Guerilla unterstützt. Zumindest glaube ich, dass sie sich so genannt haben. Der C-Virus kam also von Ihnen. Mehr weiß ich nicht. Danke, wir schätzen Ihre Kooperation. Finn. Und laut Simmons soll ja Ada dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Jake, der Weskers Sohn ist, der gerade die ganze Zeit mit Sherry rumgelaufen ist. Verstanden. Ja, Ada soll mit ihnen irgendwie das Virus noch verstärkt haben. Wir haben eine der Angestellten gefunden. Kehren jetzt zurück ins Foyer. Kommen Sie, ich zeige Ihnen eine Abkürzung zurück zum Eingang. Wir haben hier bei Resident Evil 6 vier Kampagnen. Ich glaube, erst ganz am Ende fügt sich alles zusammen. Wenn es dann nicht sogar noch eine fünfte Kampagne gibt, eine Endmission, wo alle dann vorkommen. Zeigen Sie mir den Ausgang. Ihre Freunde haben es nicht leicht. Ma'am, bitte, behindern Sie uns nicht bei der Arbeit. Wir kommen erst weiter, wenn diese Feinde beseitigt sind. Alter, die da muss man alle anders bekämpfen. Mann, kann ich jetzt auch mal aufstehen? Wir sollten nicht weitergehen, wenn so viele Feinde hier sind. Aber. Und wieder das gleiche Problem. Er ist hinüber, glaube ich. Nein. Neue Munition wäre nicht schlecht. Das war's. Zumindest mit allen.
führt ins Lagerhaus nebenan. Von dort aus kommen wir raus. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ah. Irgendwas kommt doch schon wieder. Wieder noch mehr von diesen Viechern. Wir sind fast draußen. Durchhalten, Leute. Ja, Sir. Ja, Sir. Dich. Muss ich warten. Normalerweise könnte man auch Resident Evil 6 Koop spielen. Genauso wie Resident Evil 5. Aber hier ist zumindest die KI schon viel besser. Irgendwas passiert jetzt mit ihm. Das bewegte Chris ja aufzuhören. Weil er den Rekruten am allerersten Tag verloren hat. Oh Gott. Eine C-Virus-Bombe. Gehen die alle in solchen... Verwandeln sie sich alle in solchen Kokons. C-Virus. Die Ada ist ja ursprünglich auch aus so einem Kokon gestiegen. Aber als Leon sie traf, behielt sie sich ganz normal. Sie hat sich ja gar nicht mutiert. Das ist irgendwie auch noch ein Rätsel. Der ist erstmal bewusstlos. Echt cool gemacht. Mir macht Resident Evil 6 auch viel mehr Spaß als der Vorgänger, muss ich gestehen. Tragödie in Osteuropa. Tode ein. Zeit 1 Stunde 22, besiegte Feinde 122. Rang A, Genauigkeit 55,3%. Turmschrotflinte erhalten. Wir haben eine Erkennungsmarke erlangt. Und ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt noch Kapitel 3.